Heute zeige ich dir, wie du dein Baby in unserem Little Wombat stillen kannst. Grundsätzlich sollte das Stillen schon mal ganz gut klappen bei euch und ihr solltet auch schon einige Male unser Tuch getragen haben, das, ja, das eben sowohl beim Binden des Tuchs und beim Hineinsetzen und beim Stillen da schon etwas Übung besteht. Und dann steht dem Stillen im Tuch auch nichts entgegen. Achte darauf, dass du ein bequemes Stilloberteil trägst, in dem du dich wohlfühlst und ja, welches du leicht hochklappen kannst oder leicht deine Brust eben freilegen kannst, dass dein Baby deine Brust gut erreichen kann. Wir beginnen damit, unser Tuch etwas zu lockern. Unser Ziel ist es, unser Baby ein bisschen nach unten zu schieben, zu positionieren, sodass es deine Brust gut erreichen kann. Und wir beginnen damit, unseren Knoten ein bisschen zu lockern. Das reicht schon aus. Du musst ihn nicht ganz öffnen, damit die Bindung auch sicher bleibt. So. Dann lockern wir uns unsere beiden diagonal verlaufenden Tuchbahnen. Und schieben unser Baby Stück für Stück nach unten. Die Höhe, dass es die Brust gut erreichen kann. Nun kannst du deine Brust freilegen und dein Baby auch dabei helfen, die Brustwarze zu erreichen. Da kommt es auch total darauf an, wie deine Brust anatomisch geformt ist. Eventuell musst du die Brust auch etwas anheben, um sie deinem Baby dann zum Mund zuführen zu können. Das erfordert tatsächlich ein bisschen Übung, aber das habt ihr bestimmt auch schnell raus. So, wenn dein Baby fertig gestillt hat, dann setz es wieder nach oben und achte darauf, dass es in der aufrechten Position verbleibt. Dein Baby entleert ja deine Brust immer vom Mund nach unten hinweg und von daher kann das aufrechte Stillen im Tuch auch eine super Möglichkeit sein, eventuelle Verhärtungen in deiner Brust zu lösen und den Milchfluss auch nochmal auf eine ganz neue Art und Weise anzuregen.